Knopf. Und Daniela Will hat sich mit den Olympischen Winterspielen in Peking mal ein bisschen genauer beschäftigt. Denn es gibt Kritik, vor allen Dingen auch, weil die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen wird. China gibt sich für die Olympischen Winterspiele einen grünen Anstrich. Sogar klimaneutral sollen sie sein. Inwiefern das haltbar ist, das wollen wir ein bisschen näher beleuchten und schauen mal auf die Austragungsorte bzw. Gegebenheiten. Das Ganze findet im Nordosten des Landes statt, konzentriert sich dort auf drei Städte bzw. Regionen. Zum einen Peking oder Beijing, also die Hauptstadt. Ja, dort wird zum Beispiel Curling ausgetragen, Eishockey findet da statt. Ein bisschen weiter draußen in Jinqing, da steht die Bobbahn, und noch weiter draußen in Jiangjiakou, da befindet sich die Skisprungschanze. Und gerade für Peking, da argumentiert die chinesische Regierung, sei man doch total nachhaltig unterwegs, weil man eben die Austragungsorte, die Einrichtungen, die man ja schon für die Sommerspiele 2008 geschaffen hatte, sozusagen recyceln könne. So wird also oder wurde vielmehr der Watercube zum Ice Cube oder eben das Basketballfeld wurde zum Eishockeyfeld umfunktioniert. Und ja, das ist auch nachhaltig und das ist auch effizient. Wenn wir aber in die anderen Regionen schauen, dann sehen wir davon Nachhaltigkeit nicht mehr so viel. Zum Beispiel in Jinqing. Da sind also diese riesigen Anlagen in die Natur gebaut worden. Und nicht nur irgendwo in die Natur, sondern es heißt sogar in ein Naturreservat, also in ein Naturschutzgebiet. Experten sprechen davon, dass 25% dieses Naturschutzgebietes betroffen waren. Es fanden Rodungen statt. Die chinesische Regierung sagt, nur am Rande des Gebietes sei das betroffen gewesen. Man habe ja auch Bäume umgepflanzt. Aber auch da haben Experten ihre Zweifel, ob eben ja die Pflanzen, die dort gedeihen können, in diesen Höhenregionen, das auch woanders können. Stichwort Umsiedlungen, das betrifft nicht nur Pflanzen, sondern auch Menschen. 1500 Personen, also ganze Dörfer, mussten weichen für die Austragungsorte der Olympischen Winterspiele. Terrassenkulturen wurden zerstört. Und wenn wir noch mal auf den dritten Austragungsort schauen und die Bilder, das haben alle gemeinsam, die sind nicht besonders weiß. Vielmehr grün hätte ich fast gesagt, aber grau trifft wohl eher zu. Also das heißt, es gibt einfach nicht genug natürlichen Schnee. De facto ist die Region für die Olympischen Winterspiele sogar einer der trockensten in ganz China. Und deswegen ist man auf Schneekanonen angewiesen. 200 bis 300 sollen es sein. Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dazu muss man natürlich erstmal verstehen, wie so eine Schneekanone funktioniert. Und deswegen schauen wir uns jetzt gerade mal die Modelle, die auch in China zum Einsatz kommen, ein bisschen genauer an. Das ist also eine Schneekanone von der Firma Techno Alpin aus Südtirol. Von außen hat man sowas bestimmt schon mal öfter gesehen. Aber was passiert eigentlich im Inneren des Gerätes? Wir schauen mal in den hinteren Teil. Da befinden sich also mehrere Propeller. Und eben diese Propeller, ja, die sind dafür zuständig, dass die kalte Luft angesaugt wird und im Inneren sich dann die Teilchen, die für die Herstellung von Schnee gebraucht werden, vermischen können. Und natürlich auch, dass das Ganze dann wieder nach draußen befördert wird. Das Ganze, was ist das eigentlich? Dafür gucken wir mal in den vorderen Teil der Schneekanone. Da gibt es nämlich verschiedene Düsen. Die einen Düsen, die strahlen also Wasser und Luftteilchen aus, die sich zu Bläschen bilden. Und dann gibt es noch andere Düsen, die noch mal kleinere Wassermoleküle mit rausschicken, die sich an diesen Bläschen festsetzen. Das Ganze ist dann theoretisch eine Schneeflocke. Und ganz viele davon werden dann per Propeller nach draußen geschickt. Und so entsteht am Ende auch eine Schneedecke. Stichwort Schneedecke, wie viel Schnee ist denn eigentlich für eine verlässliche, ja eine den Olympischen Winterspielen würdige Schneedecke überhaupt notwendig? Eine Zahl, die in der Öffentlichkeit kursiert, die lautet 1,2 Millionen Kubikmeter Schnee. Und wenn man das mit den Herstellerangaben für die Schneekanone abgleicht, dann würde das bedeuten 480.000 Kubikmeter Wasser. Das ist ungefähr so viel, wie eine deutsche Kleinstadt im Jahr verbraucht. Aber Experten meinen sogar, noch viel, viel mehr Wasser ist notwendig. Es gibt halt auch ganz große Probleme bei der Beschneiung, weil es überhaupt keine gute Bedingung für die Beschneiung sind in diesem Gebiet. Also die Windgeschwindigkeiten sind sehr hoch, die Luft ist sehr trocken, da verdunstet eine Menge. Der Boden ist sehr trocken, der muss extra im Voraus befeuchtet werden, sodass er gefriert. Das bedeutet, das sind eher an die 2 Millionen Kubikmeter Wasser. Dann muss das ganze Wasser auch den Berg hochgepumpt werden. Also bei Jiangqing sind es über 500 Meter und bei Jiangjiakou sind es 600 bzw. 700 Höhenmeter.
Ja, und das kostet natürlich wieder auch eine ganze Menge Strom. Und noch dazu meinen Experten, dass der Wasserverbrauch eben noch höher ist, weil da noch gar nicht mit eingerechnet ist, wie viel Wasser zum Beispiel auch in den Hotels rund um die Austragungsorte verbraucht wird. Und die sollen ja auch weiterhin gut besucht sein, denn man will ja auch mit den Olympischen Spielen den Skitourismus ankurbeln. Und da geht man dann eher davon aus, dass mit 2,8, 2,9 Millionen Kubikmeter Wasser zu rechnen ist. Und das ist ungefähr so viel, wie in die größte Pyramide von Gizeh passt.